So, liebe Leute, und dann geht's auch schon direkt weiter gegen SC Freiburg. Im Hinspiel gab es ein 2:2, das seht ihr bereits. Und dann würde ich sagen, wir rutschen direkt mal rein. Ich will da haben, wir holen mindestens ein Unentschieden. Die Mannschaft darf nicht verlieren. Alles klar, nicht verlieren. Auswärts gab es ein Unentschieden. Und zu Hause gibt es einen Sieg gegen den 16. Wir sind 15, dann können wir uns ein bisschen absetzen, oder? Daumen drücken, los geht's. Der 19. Spieltag ist angepfiffen und abpfiff und los. Oh, gleich die erste Chance mal gleich für Freiburg. Schönes Kombinationsspiel, das SC Freiburg. Über verschiedene Stationen läuft der Ball schnell durchs Mittelfeld, aber Eugen Polanski wird dann letztlich von Stefan Müller mit vollem Körpereinsatz derart bedrängt, dass er am Ende den Ball verliert. Okay. Gleich hohes Tempo bei beiden Teams. Yes, 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 yes. 1-0, da macht's den Yala. Vorlage von Samet Yesil. Zum ersten Mal sind die Karlsruher gefährlich vor dem Tor und schon hat es gescheppert. Samet Yesil bedient den Yala und der Stürmer trifft vor der linken Strafraumgrenze den Ball perfekt und lupft ihn über Mikalis Sifakis hinweg zum 1-0 in die lange Ecke. Sehr schön. Und Vorsicht. Scheiße. Oh, schöne Möglichkeit für Freiburg. Hackentrick von Frank Beria zu Ari, der Christoph Knasmüller bei seinem Pass auf Papi Stemba Cissé tunnelt. Ach, Cissé ist immer noch da. Oh mein Gott, oh mein Gott. Eieiei. Okay, weiter geht's, liebe Jungs. Hier nochmal eins gleich hinten ran. Eine scharfe, hohe Reingabe von Knasmüller wird von Sakis aus der Gefahrenzone gefaustet. 30 Minuten gespielt. 2-0. Yes, yes, yes. Also bitte, liebe Leute, so kann's auch weitergehen. Eieiei. Ecke von links. Hofmann versucht den Ball, nee, Sifakis versucht den Ball, Ball zu fangen, lässt ihn aber fallen und Stefan Haas ist da und staubt ab. Sehr schön, sehr schön. Oh mein Gott, Tor oder nicht Tor in Karlsruhe, gibt es 3-0 oder Anschlusstreffer? Okay, Sifakis ihn doch unter der Kontrolle gebracht hatte. Was sagt da jetzt der Schiri? Geht zu seinem Assistenten, kein Tor, scheiße. 3-0, dann hätte ich mich schon wirklich weit zurückgelehnt. 37 Minuten gespielt, ich glaube, das haben wir mit einem 2-0 schon sehr gut hier vorangetrieben. So kann es weitergehen. Yesil kann sich im Strafraum durchsetzen, aber Sifakis hat mit seinem Schuss aus spitzem Winkel keine Probleme. Jetzt ein Tor für SC Freiburg, dann sehe die Welt schon wieder ganz anders aus. Oh. Freischuss wird gehalten, so wie es aussieht. Hornschuh kann den Ball per Kopf über die Latte lenken. Okay, nochmal eine Ecke vor der Halbzeit. Okay, Leute, also wir sind hier echt auf richtigen Kurs. So muss es weitergehen. Wenn wir das 6-Punkte-Spiel hier gewinnen, schaffen wir ein bisschen Luft zu den Abstiegsrängen. Ein bisschen. Und können ein bisschen entspannter die nächsten Spiele angehen, aber trotzdem immer noch gewinnen. Powerplay in Karlsruhe, was ist nur los? Beim SC Freiburg wirft man jetzt noch einmal alles nach vorne. Puzila geht da in die 1-gegen-1-Situation mit Bitroff und kann flanken. Steffen Haas versucht da zu klären, aber nicht weit genug. Denn Cissé zieht sofort entschlossen ab. Knapp am Tor vorbei. Oh, Gott sei Dank. Boah, so viel Spannung, wie hier abgeht im Textmodus. Unglaublich. Halbzeit, komm, los. Alles klar, super. Also wir haben wirklich hier Bestnoten, gerade von den Spielern. Mark Hornschuh eine 1, Bitroff eine 1,5. Die beiden Stürmer auch eine 1 und 1,5. Also absolut Weltklasse. Toni Calvo eine 4,5. Fliegt sofort raus. Für ihn kommt Bui. Der kann es besser machen. Der Schlechteste muss dann eben auf die Bank. Ansprache will ich mal die Einser Danny Alla loben, so wie auch Hornschuh. Und dann auch noch Knasmüller motivieren und auch Hofmann, der nimmt es bestimmt nicht an. Aurelio motiviere ich und dann würde ich sagen, lass uns reingehen. Stimmung wird richtig gut, 13 von 20. Teamwork könnte noch ein bisschen besser sein, aber ist klar, wir haben die Aufstellung wieder ein bisschen geändert, dann geht es immer relativ schnell, ein bisschen kreuz und quer, aber alles kein Problem. Eine Auswechslung vorgenommen, Bui kommt rein für Toni Calvo, dann würde ich sagen, weiter geht's. Lass uns mal hoffen, dass wir das hier über die Zeit kriegen, wenn nicht sogar noch ein bisschen ausbauen können. Mal so einen richtigen schönen Befreiungsschlag hier gegen den aktuell 16. Beim Bergen von YouTube braucht eigentlich nichts zu verändern. Boah, die C-Flank von links. Ari erwischt den Ball rechts im Strafraum, Außennetz. Gott sei Dank ist die Chancenverwertung von Freiburg schlecht. Okay, jetzt aber die Möglichkeit für Freiburg und wieder eine Chance. Riesengroß. Wir gucken mal rein in live in die Statistik. Ja, mehr Ballbesitz auch bei den Freiburgern.
Gefährliche Freistoßchance jetzt in Karlsruhe. Für wen? Für uns, für den Karlsruher SC. Das ist Hofmann, der kann doch so gut. Wird schießen. Hofmann läuft an. Oh, direkt in die Mauer. Keine Gefahr für das Tor des SC Freiburg. Eieiei, liebe Leute. Weiter geht's. Elfmeter in Karlsruhe. Heiko Butcher hat Samit Yesil im Strafraum niedergerungen. Den Strafstoß kann man geben. Bui schaut in die rechte untere Torecke, nimmt einige Schritte Anlauf, sicher mit dem Spann in die rechte Ecke des Tores, einwandfrei Tor. Und von Bui, seit wann ist Bui denn unser Elfmeterschütze? Wusste ich gar nicht, müssen wir mal schauen, aber sehr schön von ihm. Das baut seine Form auf und qualifiziert ihn auch vielleicht dann sogar für die nächste Startelf. Ganz, ganz stark, jetzt gehen wir mal rein, wechseln noch ein bisschen aus. Eine Stunde gespielt, wen nehmen wir denn raus? Adam Maher, komm für Haas. Der eine 1,5 hat, aber mit der gelben Karte nehme ich ihn mal raus. Und wir müssen auch Marco Terrazino wieder ein bisschen aufbauen, ist ja ganz klar. Nicht ärgerlich, ne? Die beiden Jungs, die machen das richtig gut, die beiden neuen Stürmer. Die machen da Terrazino richtig Dampf. Bringe ich Terrazino für Danny Allah neben Yesil. Und dann war's das. Dann war's das. Can heute keine Einwechslung, aber nicht so schlimm. Der kommt auch wieder zu Potte. Sehr stark, sehr stark. Ganz geile Geschichte. Der Ballbesitz ist eben auch mal komplett rübergerutscht. Jetzt sitzen wir komplett hier im Nest von Freiburg. Richtig geil. So muss man in die Rückrunde starten, wenn man den Klassenerhalt, ja, bewerkstelligen will. Und das machen wir richtig gut, muss ich sagen. Also richtig, richtig gut. Hätte ich nicht gedacht, das wäre dann der zweite Sieg in Folge. Ich glaube nicht, dass die uns das hier jetzt noch nehmen. Dass die noch drei Tore schießen, das kann ich mir echt nicht vorstellen. Dafür haben wir jetzt einfach zu solide agiert. Das sah einfach zu gut aus. Jetzt auch noch eine Verletzung hier bei den Freibungern. Die haben jetzt auch dreimal ausgewechselt, glaube ich. Ne? Die haben schon ausgewechselt. Einmal, zweimal erst. Oder dreimal schon. Jetzt kommt erst noch die dritte Auswechslung. Alles klar. 70 Minuten sind gespielt. Kriegen wir nochmal eine Offensivmöglichkeit hin. Wäre doch schön, wenn wir da nochmal einen Treffer erzielen. Hofmann schlägt den Ball flach nach innen, aber Sifakis, sprich der Torwart, ist da äußerst aufmerksam und sichert sich den Ball rechtzeitig vor Christoph Nassmüller. Hofmann mit der nächsten Möglichkeit. Ganz, ganz stark. Noch 10 Minuten, knapp 15 Minuten sind es noch. Die Körpersprache der Freiburger sagt schon einiges über deren Chancen aus. Riesenchance, die jetzt in Karlsruhe. Konter bei 5 gegen 4 Überzahl über Steffen Hofmann. Terrazino läuft jetzt ganz alleine vor Sifakis. Terrazino legt den Ball vorbei. Aber Sifakis ist rechtzeitig unten und nimmt ihm den Ball vom Fuß. Er schafft es einfach nicht, ne? Terrazino schafft es einfach nicht, den Ball mal zu versenken. Ärgerlich für ihn. Beim Stand von 3:0 nicht so schlimm fürs Team. Aber ich hätte mich echt gefreut, wenn er wieder, wenn er mal wieder treffen würde, ne? Ganz klar. Nachspielzeit nochmal 3 Minuten. Die Fans strömen jetzt in Massen zu den Ausgängen. Hier glaubt niemand noch an einen Schusspfiff. 3:0, wir gewinnen die nächste Partie, liebe Leute. Ganz, ganz stark. Ganz stark. Ich freue mich jetzt schon auf den Nachbericht. Wir sehen uns gleich. Also, so kann es weitergehen. Die Laune ist gerade Weltklasse. Bis gleich.